Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück hier. Was geht? Verstehst du? Zurück hier bei Far Cry 3. Wir sollen jetzt mit Dennis quatschen. Und ich gucke gerade die Frames an. Die sind gerade ein bisschen schlecht. Und ich habe keine Ahnung warum. Aber soll uns nicht stören. Wir machen jetzt erstmal einen Abflug zu Dennis. Ab nach Amanaki. So. Mal gucken, wo er ist. Da hinten ist er. Was ist passiert? Vaas plant, unser Dorf anzugreifen. Während wir hier sprechen, sammelt er seine Leute. Meine Freunde haben auch Ärger. Was hast du herausgefunden? Sie wurden an einen Ort namens PC gebracht. Vaas will Lösegeld und sie dann trotzdem verkaufen. Dann ist es gut. Du hast Zeit. Jason, bitte, kämpfe für uns. Die Rakyat werden umgebracht. Wenn du die Waffen sabotierst, ist Vaas geschwächt und leichter zu töten. Ich mach's. Ich wusste, dass wir auf dich zählen können. Die Piraten lagern ihre Waffen in dem Holzfällercamp im Dschungel. Zuerst den Alarm ausschalten, okay? Wenn der losgeht, sichern sie den Schuppen mit den Waffen. Klau den Sprengstoff und dann vernichte die Waffen. Verstanden? Okay. Viel Glück. Ja, viel Glück, dankeschön. So, wollen wir erstmal gucken, wie wir da hinkommen. Alter Schwede, was ist hier los? Zieht da schon wieder irgendein fucking Windows-Update im Hintergrund? Windows-Updates sind immer so das Schlimmste, was du überhaupt haben kannst. 678 Meter. Okay, das geht so nicht. Wir sehen uns gleich wieder. Damit willkommen zurück hier bei Far Cry 3. Was ihr jetzt nicht mitbekommen habt, weil es gibt hier technische Probleme und ich weiß nicht, woher die kommen. Vielleicht liegt es an meinem PC, vielleicht stirbt er bald. Wir haben hier dieses Waffenlager, was da mal war. Das haben wir eingenommen und hochgejagt. Und dadurch haben wir aber neue Informationen darüber, wo unsere Freunde gefangen gehalten werden. Und zwar in der Sunset Cove bzw. Pirate Cove, je nachdem, wen du fragst. Also die Piraten sagen logischerweise irgendwie Pirate Cove dazu. Was heißt logischerweise? Sie sagen halt Pirate Cove dazu. Und die Rakyat, die haben natürlich wieder eine extra Wurst, die nennen das anders. So, wir wollen jetzt mal gucken, wie wir da hinkommen. Also es schwankt total krass, die Frames. Ich weiß nicht, wo dran es liegt. Ich habe mittlerweile auch meinen PC komplett neu gestartet, habe einen Strom losgemacht. Habe ihn gereinigt sogar. Und hier sind total viele Tiger unterwegs. Ich habe auch ein paar Tigerfelle einstecken. Ich glaube, ich habe auch ein paar Schildkrötenpanzer einstecken. Das sind alles Sachen, die uns auf dem Weg dahin, ja, quasi über den Weg gelaufen sind. Ich meine, die sind eh beschäftigt mit dem Tiger, also von daher mache ich mir da keine Sorgen. Wir müssen jetzt aber mal gucken, wie wir an unseren Zielort kommen, ohne dass wir sterben. Mit den Büffeln will ich mir auch nicht unbedingt anlegen. Die sind ja auch eher unlustig drauf, habe ich feststellen müssen. In der Aufnahme, die ihr leider nie sehen werdet. Aus Gründen. Ich hab ihn! Hab mir übrigens meine Schrotflinte geholt. Denn wir haben ja einen größeren Waffengurt jetzt. Und können somit 4 Waffen mit uns rumtragen. Da habe ich mir gedacht, hey, nutzen wir das und holen uns die 1887er. Zusammen mit einem erweiterten Magazin. Das klingt nämlich nach Party, das klingt nach Spaß. Deswegen sind wir jetzt entsprechend unterwegs. So. Irgendwo in die Richtung. Das ist jetzt doof. Auf der Karte sehen wir wahrscheinlich ganz genau gar nichts. Hier sind natürlich Haie unterwegs und die mögen uns nicht so. Also nicht so doll, wie alle anderen uns hier mögen. Deswegen, ja. Keine Ahnung.
Ich warte den richtigen Moment ab und dann schwimmen wir schnell rüber. Ich sehe zumindest keine Haie. Und wenn man die nicht sieht, dann sind die auch nicht da, ne? So. War's, mein alter Freund. Ich komme. Ich komme, um dich zu holen. Ach nee, es sind diese roten. Ich glaube, wir brauchen die grünen. Dann können wir nämlich uns mal ein paar Spritzen herstellen. Benötigt eins. Ach so, verfügbar heißt, wie viele wir bei uns tragen. Feuerfest, erweiterte Wahrnehmung. Da wurde mir sogar angezeigt, wie ich die Spritzen wechseln kann. Hätte ich mal hingeguckt. Das wäre jetzt gar nicht so verkehrt gewesen. Ich hoffe, uns greift jetzt nichts. Ah, Alter, ich schrei so los, ne? Nee, wird schon. Alles gut. Hallo? Dr. Earnhardt? Hey, Daisy hier. Ich habe mir sein Handy ausgeliehen. Wie läuft die Suche? Ich komme voran. Wie geht's dir? Gut. Der Doktor hat mich in eine Höhle unter dem Haus gebracht. Ist sicherer, weil die Piraten die ganze Zeit bei ihm einkaufen. Aber hör mal, ich habe da unten was gefunden. Das musst du dir ansehen. Okay. Wir treffen uns später dort. Hoffentlich mit unseren Freunden. Gut. Bis dann. Okay. Näher dich dem Lager, alles klar. Dann wollen wir mal gucken. Das war's dann mit den Alarmen. Ich denke mal, hier wird es nicht so einfach werden. Wie noch im letzten Lager. Also im letzten Lager, was ihr gesehen habt. Denn das Waffenlager, das ich da auch eingenommen habe, wie gesagt, was leider zerstörte Aufnahme ist, das habe ich, Alter, sowas von souverän eingenommen. Da wärt ihr richtig stolz gewesen. Ich würde sagen, wir begeben uns mal kurz nach hier. Ich will nämlich den Typen da auf dem Turm weghaschen. Damit haben wir dann... weitaus weniger Probleme. Schlangen kann man nicht häuten, oder was? Das sind verdammt viele Leute. Ich bin immer noch so ein bisschen besorgt wegen den Frames. Seht's mir ein bisschen nach. So eine Sachen sind immer anstrengend für mich, weil ich halt die Zeit eigentlich dafür nicht habe, mich da um so eine Scheiße zu kümmern. Das habe ich jetzt mit Absicht gemacht, denn ich wollte sehen, ob hier noch Leute sind, die einen Blick da drauf haben. Aber es sieht nicht so aus. Das heißt, wir können hier eigentlich relativ entspannt runtergehen. Betonung natürlich auf relativ.
Ich find's seltsam, dass man die Schlangen nicht häuten kann. Ich hab das so in Erinnerung, dass es für irgendwas brauchst du auch Schlangenhaut. Das Problem übrigens in der Open World, ne? Weil wir gerade natürlich Open World spielen und viele schon gelacht hatten aufgrund dessen, dass wir hier Open World spielen. Denn ihr kennt ja meine Meinung über nicht alle, aber viele Open World Games. Das Problem ist einfach, ne, wir hätten jetzt einfach außen rumlatschen können, hinter ihn runterrutschen und ihn dann messern. Und dann hast du den coolen Aufbau des Levels eigentlich völlig zerstört. Das war scheiße eben. Kann ich kaum erwarten, meinen Kumpel zu rächen. Wer du auch bist, ich krieg dich. Das kam von da drüben. Ich weiß gar nicht, wie wir den erledigen müssen. Dachte, ich hätte was gehört. Aber wir versuchen mal auf die ganz stille Methode. So, wow, was? Da liegt ja immer noch eine Leiche. Ich knall euch ab wie ihr, mein Freund. So. Wir werden uns natürlich hier ein bisschen umgucken. Guck mal, da geht's rein. Ist da wieder so eine Verarsche von den Rebellen? Der da ganz oben macht mir Sorgen. Jetzt nicht mehr. So, hochkonzentriert kommen wir auch ans Ziel. Würde ich sagen, holen wir uns mal die wichtigen Informationen, die wir brauchen. Haben wir den Zellenschlüssel. Also, wo wird diese Lösegeldvideos gedreht? Skorpion, Alter. Sind alle Drogen, die hier liegen? Langsam wird mir das zu krank hier. Oh ja, da ist er. Da ist er. Nicht an die Höhle. Den hol ich dir! Ist voll lustig, keine Sau weiß, dass wir hier sind. Jetzt wirst du sterben, du Arschloch! Aber jeder weiß, dass wir hier sind. Nein! Das finde ich manchmal so ein bisschen... bisschen strange. Übrigens hier eins der großen Kritikpunkte von vielen Spielern. Dass Waffe wechseln mit einer auf dem Boden und plündern beides E gedrückt halten ist. Gebt laut, wenn ihr irgendwas seht. Ah, okay. Lisa, ich komme! Brüll's noch lauter. Ich glaube, ein paar wissen noch nicht, dass wir hier sind.
Schnappt ihn! Getroffen! Lisa! Heilige Scheiße! Okay. Hier sind wir richtig in der Drogenhochburg. Ich will natürlich alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Vor allen Dingen will ich aber auch nicht out of ammo laufen. Ich komme, Lisa! Deswegen immer schön plündern. Und dann haben wir gleich die nächste von unseren Freunden, wenn sie denn noch lebt. Ich hoff's mal. Progress. Nice. What the fuck? Ist mein Video. Sie ist nicht hier. Nein. Bitte. Nein. Ich will, dass du sagst, Mom, Dad. Mom. Dad. Ich liebe euch. Mom. Dad. Ich will nach Hause. Das war sehr schön. Und jetzt mach's nochmal. Nein. Mit den Emotionen. Du kannst das doch nicht mehr los. Nein. Yo, was? Die Brody-Jungs haben gerade den Funk auf der Mütze. Benny, Ben. Ich drehe einen Film, okay? Du musst echt abhauen hier, Mann. Die verdammten Idioten sperren ab, wenn du bitte nicht so fluchen. Okay, wir sind in Gesellschaft einer echten Dame. Mann, fick dich. Fick mich? Siehst du, was du getan hast? Du hast meine Schauspielerin gegen mich aufgebracht. Jetzt verpiss dich von hier. Verschwende. Ich möchte mich hier wirklich entschuldigen. Okay, der Typ ist ein Riesenarschloch. Wir gewinnen einen Oscar dafür, okay? Dein gut, mach weiter. Alter, war es so ein kranker Bastard. War ein völlig unfairer Kampf von mir gerade. Es war auch völlig absolut nicht nötig. Was? Wo bist du? Wow. Wer hat dich tätowiert? Ich will wissen, wer das gemacht hat. Hm? Citra vielleicht? Meine Schwester, diese Ratte? Hm? Und jetzt bist du einer von uns? Denkst du, du bist jetzt wie ich? Hm? Der California Boy ist geil auf das Dschungelfieber. Meine Schwester kriegt eine Kugel durch ihren Kopf gejagt. Genau wie bei deinem Bruder Grant. Fick dich! Du bist sauer, Jason. Du bist sauer. Okay, verstehe ich. Verstehe ich. Ich meine, ohne Familie, wer sind wir denn? Früher hätte ich alles getan für meine Schwester. Ich habe sogar getötet für meine Schwester. Aber das hat ja nicht gereicht. Nein, 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 bitte. Du weißt, wie das mit der Familie ist, oder? Die verdammte Familie! Die bringen Dinger, das hättest du nie gedacht. Jedes verdammte Mal! Dann sagen sie zu mir, was? Was? Wer verfickt nochmal ist dir wichtiger? Die oder ich? Ich oder die? Als ob die denken, dass ich mich entscheiden müsste. Übrigens, dein Feuerzeug ist scheiße. Hätte doch so schön gepasst. Wirklich zu blöd, dass Citra dich tätowiert hat.
Jetzt reicht es nicht, dich zu töten. Man muss dich auslöschen. Ist okay. Nicht weinen. Ist schon okay? Jason, ich schwöre bei Gott, Mann. Es ist wunderbar, dass du bereit bist, für deine Liebste zu sterben. Alter. Was geht hier ab? Lisa, ich komme! Wo bist du? Ich bin unterwegs! Oh nein, das Gebäude stürzt gleich ein! Ich muss auf die Rohre schießen! Das Feuer ist überall! Lisa, ich sehe die Tür, ich komme! Alter. Ich halte die Hitze nicht länger aus. Junge. Still. Sie haben Oliver! Sie haben Oliver! Hey, wir können jetzt nichts für ihn tun. Da los mir nach. Ich habe eine Idee. Okay. Oh, oh nein, das kann ich nicht. Das ist der einzige Weg runter. Komm schon. Oh, oh mein Gott. Da drüben, der Wagen. Er ist im Freien. Den hole ich mir. Holt euch das Fahrzeug. Lisa, du fährst. Was? Fahr. Okay. Schießt auf den Tank. Das geht nicht gut aus. Springt nicht an. Los jetzt, Jason. Hast du die Explosion gesehen? Was? Welche Explosion? Wir haben einen Granatwerfer? Ich meine, yeah! Wir haben einen Granatwerfer. Was ist da hinten los? Verkehrsberuhigung! Ich kann das nicht! Wie soll ich damit klarkommen? Du machst das schon! Was machst du denn? Du schießt auf die Jason! Halt's Maul! Nicht so ruckartig! Du bist keine Hilfe! Fahr geradeaus! Ich schieß immer daneben! Ich soll ruhig bleiben, wenn die auf mich schießen? Hände auf 10 vor 2! 10 vor 2! War du doch!
Ich finde, es läuft ganz gut. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Schneller, schneller! Keine Straße, geht nicht! Sagt wer? Die Bullen? Nimm den After! Wieso ist der Motor aus? Nein, abgesoffen! Dreh den Schlüssel! Tritt auf die Kupplung! Ich... Welches Pedal ist das? Oh. Lisa! Die sind vor uns! Jason, vor uns! Alles klar, ich hab's jetzt! Los, los, los! Serpentine! Serpentine! Was? Alter, kann die mal Gas geben? Wir hängen sie ab! Ich muss gleich kotzen! Schneller, schneller! Geil! Diese Fischer haben gar nicht gemerkt, was passiert ist! Haha! Großartig! Oh, hältst du fast draufgehen oder als Sklave verkauft werden für witzig? Elisha, beruhige dich! Es ist ein Albtraum! Okay, hör zu, ich mach das schon. Weißt du, wo die Piraten die anderen hingebracht haben? Sie sagten, sie haben Oliver zum Bunker gebracht. Bin ich sicher bei Keith und Daisy. Was ist mit Riley? Ich weiß nichts von Riley oder Grant. Grant ist tot. Jason, das tut mir so leid. Aber ich habe Daisy gefunden. Ich werde auch die anderen finden. Wo ist sie? In Sicherheit. Na los, ich bring dich hin. Sie ist in einer Höhle unter dem Haus. Ey Leute, ganz ehrlich, ich glaube, Jason macht so langsam so eine Wandlung durch. Dem gefällt das viel zu gut, dieses ganze Rumballern und so. Ich würde sagen, wie es hier weitergeht, sehen wir hoffentlich dann in der nächsten Folge von Far Cry 3. Wenn das Spiel mag, wenn das Aufnahmeprogramm mag, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.